Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 18 Karriere. Ich hatte ja angekündigt gehabt, dass es jetzt endlich weitergeht, und dann ging es jetzt doch nicht weiter, weil Feiertage dazwischen und so, und naja, deshalb, Alter, 121 Millionen für Thiago, Alter, krass. Thiago wechselt von Bayern zu Barca für 121 Millionen. Ja, kann man mal machen, oder? Ich meine, wenn man Thiago heißt, kann man das mal machen. Easy going. So, wir haben ein Angebot für Hilsner. Preußen Münster. Ne. Wir kaufen keinen Spieler mehr und wir geben auch keinen mehr ab. Das, also zumindest jetzt im Moment hier in der hier Sommervorbereitung und so, geben wir jetzt erstmal keinen Spieler mehr ab, aber wir gucken dann einfach mal, wie sich das bis zum Winter dann entwickelt. Wir hatten ja einen richtig guten Start gehabt, tatsächlich. Ja? Ja, Nachrichten schön, ich mache mir Gedanken. Füßing. Ja, du wirst schon deine Einsatzzeit bekommen, mein Freund. Mach dir da mal keine Gedanken, Bruder. Da unten seht ihr das unten rechts. Top-Transfers. 121 Millionen. Also 121,6 Millionen. Ich meine, die 600.000, das ist ja auch noch ein Betrag, ne? Das ist ja auch Geld, tatsächlich. Wie die FSF. Transferangebot. Nein. Tu mich sorry, aber wie gesagt, wir verkaufen jetzt nichts mehr. Wir brauchen all unsere Manneskraft auf dem Platz. Für die anstehende Saison, die wird schwierig genug auf jeden Fall. Zumal die Erwartungen ja auch relativ hoch sind. Wir sind ja auch schon gut reingestartet auf jeden Fall. Fragt sich nur, ob wir das auch halten können, so dieses Niveau, sag ich mal. Das wird nicht einfach. Was sind eigentlich die anderen Top-Transfers? Ah, Williams. Firmino, krass. Krasser Scheiß. Ich weiß noch, wie wir damals über... wie wir über Nicolas Anelka immer gelacht haben, weil er so einer war, der viel, viel Transfer, wie nennt man das, viel, viel Transferbudget oder viel, viel Transfererlöse ihm gebracht hat, weil der fast jedes Jahr den Verein gewechselt hat. Da hat man vor, es waren das 6, 7 Jahren noch drüber gelacht, 8 Jahren. Ja, und jetzt heutzutage ist das einfach an der Tagesordnung, dass du 50 Millionen für einen Spieler ausgibst, so. Standard einfach, weißt du? Das ist echt heavy. So, pass auf, wie machen wir das denn hier? Eisele, was passt alles eigentlich? Ne, das passt so. Wir spielen gegen Heidenheim. Boah. Schauen wir mal, ne? Wie gesagt, wir sind ganz gut, Bam. Wir sind saugut in die Saison gestartet. Und jetzt geht es halt das Ganze auch zu bestätigen, dass wir da auch wirklich... Ach du Scheiße. Wirklich zu bestätigen, dass wir da auch wirklich... On Spot sind, wie man das so schön sagt. Also Hansa Rostock, Heimspiel gegen Heidenheim. Am dritten Spieltag, wir haben, was hatten wir, ich glaube, einen Sieg, einen Unentschieden oder so. In der Liga oder so. Und ich glaube, einen Sieg im DFB-Pokal hatten wir jetzt schon gehabt gegen, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, guter Start in die Liga und let's go. Dritter Spieltag gegen Heidenheim ist auf jeden Fall einer der Favoriten in dieser Liga. Dieser Spielklasse. Mal sehen. Über uns schlagen. Abwehr war so ein bisschen noch ein Problem tatsächlich. Das heißt ein Problem, verbesserungswürdig. Hier, Alibas, geht ja schon mal gut los. Easy going. Ja. So einfach kann es gehen. Schön den Abwehrspieler rausgezogen. Mit Alibas in die Mitte. Passt im richtigen Moment. Uwusu, Bams. So läuft's. Yes. So läuft's. Erstes Saisontor. In der Zweitklassigkeit von Uwusu. Oder Uwusu, besser gesagt. Ja, krass. Dass es so einfach geht, hätte ich nicht gedacht. Und Einwurf. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Also, wenn wir zu sehr durch die zweite Liga rushen, dann werden wir auf jeden Fall die Schwierigkeit runterdrehen müssen nach der Winterpause. So, hier, Rankovic, wieder frei. Alibas, tut sich da irgendwie durchfuchteln. Ich dachte, das wäre eigentlich abseits von Uwusu, aber okay. Dann nicht. Ah, kommen wir nicht dazwischen in den Zweikampf. Ganz oben ist einer frei, aber Henning, der gönnt sich. Ja, nice. Schön dicht gemacht da hinten. So läuft's. Aber hier. Okay. Das hätte man besser spielen können.
Götze war zur Not auch noch in der Mitte. Okay, Owusu verliert jetzt. Ne, Oxford war das. Zweimal den Ball in der Mitte. Das ist nicht so gut. Also wie gesagt, das Spiel nach hinten, das gefällt mir noch nicht so ganz. Da ist noch very, very much Verbesserungspotenzial. Schönes Bällchen von Oxford auf Alibas. Und das ist einer. Nice. Schade. Ich dachte, wir kommen dahin, ne? Ich dachte, wir kommen dahin. Wutz. Nein. Schön. Shake spielt. Rankovic. Auf Alibas. Ah, das hat er gerochen, der Abwehrspieler. Da war er on spot hier. Sag ich immer on spot? Ich weiß es nicht. Ich habe PUBG vorher aufgenommen, vielleicht deshalb. So. Dovedan. Hä, ist das nicht ein... Dovedan, ist das nicht ein... Irgendein Mittel? Irgendein Medikament? Dovedan? Dovedan? Ach, keine Ahnung. Und dann auch noch bei Heidenheim, weißt du? Hat das nicht irgendein Apotheker gekauft? Keine Ahnung. Passt ja. Schön gemacht von Holthaus. Owusu. Auf Oxford. Der so ein bisschen eine Spielmacherrolle kriegen soll. So ein bisschen wie... Könnt ihr euch noch an... Ach, wie hieß er denn? Ah, da ist ganz stark gemacht. Bitte, bitte auf, Owusu. Schade. Na, jedenfalls hatten wir mal einen Spieler gehabt, den hatten wir von Manchester United ausgeliehen, bei unserem Eintracht Frankfurt Karriere Fair. Oh mein Gott. Bei unserer Eintracht Frankfurt Karriere war das. Wie hieß der denn? Ich weiß es nicht mehr. Fair. Oh. Ein seltenes Bild. Ein Ballverlust von Fair. Chris Beck. Schön. Und rüber damit. Wunderbärchen. Rankovic. Was war das denn? Ja, und so eine Rolle soll er auf jeden Fall irgendwann einnehmen. Ah nein, Tomala. Eiskalt. Ist eigentlich mit der Tomala verwandt? Hier mit der geilen Blonden? Fuck. Oh, dann uns richtig gut erwischt hat er. Ja, schöne Körpertäuschung. Kannst du sagen, was du willst? Schön gemacht. Ausgleich. Ich sag ja, wir sind vorne ganz gut. Aber defensiv ist da noch ordentlich was zu holen. Fuck. Wobei sich Heidenheim defensiv jetzt auch scheinbar gefangen hat. Also die lassen sich da nicht mehr so easy abkochen. Schön gemacht von Holthaus. Und den kriegt Rankovic noch. Sauber. Nein! Wenn du den da irgendwie durchkriegst, nicht? Oh, jetzt haben wir da unten offen. Nado gegen 2. Auch das reimt sich. Stark gemacht von Götze. Hm, nicht gut gemacht von Henning. Aber Götze ist wieder drauf und dran. Jeder geht hinterher. Zack. Schönes Ding. Sauber. Schön hinten rausgespielt. Wunderbar. Oxford, der Ball auf Alibas. Der gefällt mir. Und das ist einer für Fair. Und der hat Platz. Und das ist einer für... Ah, da ist noch Mama Mia. Abseits. Schade. Also wir haben ja noch Arp auf der Bank. Und wenn ich mich recht entsinnen kann, hat Arp einen Doppelpack im DFB-Pokal gemacht, ne? Also ohne da jetzt Adais unter Druck setzen zu wollen, aber er hat schon Druck. Holla. Ist das nicht der Früchtli? Oder Früchtl? Komm, fair. Nein! Oh doch! Flanke kommt, da ist Owusu! Oh ja, Mama Mia. Das ist Oxford gewesen. Okay. Schöner Seitenwechsel von Holthaus. Rankovic, Ballername, Pässchen auf Alibas in den Rücken von Owusu. Oh. Schade nicht. Schade, hätte besser sein können, nicht. Ja, ja. So, Rankovic. Langer Ballversuch auf Alibas. Naja, der kommt doch an, aber der Ball von Alibas ist dann irgendwie
Baden scheiße, ne? So, Kraus. Oh. Also Pressing läuft gerade. Kann man nicht sagen, 40 Minuten gespielt. Wir sind ganz gut dabei, aber mir fehlen gerade so ein bisschen die Chancen vorne. Defensiv eine Chance bisher zugelassen. Die haben sie eiskalt genutzt. Da kannst du gar nichts sagen. Jetzt haben sie vielleicht noch eine gleich. Nee. Wieder ganz gut verteidigt. Gefällt mir. So. Jetzt ist Fair da oben durch. Und sagt mal auf Wiedersehen, Freunde. Ich bin aber weg, ne? Lange Flanke. Ah, da ist. Nein, steh auf. Steh auf, wenn du ein Tor schießen willst. Steh auf. Kein Foul. Henning, stark gemacht. Schön auf Oxford gespielt. Owusu. Elfmeter. Digga! Also, na, Elfmeter vielleicht nicht, aber... Freistoß vielleicht? Lass uns das nochmal angucken hier. Habe ich ja gesagt, wollen wir neue Saison jetzt hier machen. Immer mal die kritischen Szenen nochmal ein bisschen begutachten. So wie beim Vontora-Talk, weißt du? Schauen wir mal drauf. Oh, spielt er den Ball? Wenn er den Ball berührt, ist alles gut. Schauen wir drauf. Spielt er den Ball? Ja. Er spielt den Ball. Dann Respekt an den Schiri. Gut gesehen. Starkes Auge. Dann war es natürlich kein Elfmeter. Oder Freistoß oder was auch immer. Wäre, glaube ich, aber sogar wenn, dann ein Elfmeter gewesen. Aber war keiner. Sehr gut gesehen, wie gesagt, vom Schiedsrichter. Darf man auch mal lobende Worte für den Ref finden. Ich hätte jetzt einen Elfer gegeben. Aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Schiri. So. Das allerdings ist auch eine gelbe dann, ne? War knapp, aber er kommt leider ein bisschen zu spät und deswegen gibt es hier eiskalt die gelbe. Für Kevin Kraus in der 45. 2 Minuten sind angezeigt, das heißt, es ist wahrscheinlich gleich vorbei. Wir knattern das Ding nach vorne. Ja. Und damit dürfte dann noch Halbzeit sein. So ist es. Ja. Was soll ich sagen? Also das war... Also wir haben sicherlich schon bessere Halbzeiten gehabt. Wir haben stark angefangen, richtig ordentlich schön Power gegeben, dann aber irgendwie so ein bisschen nachgelassen. Und auch, war dann vielleicht irgendwo auch zurecht, das 1:1 bekommen. Ja. Na, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, Owusu hätte da ruhig... Ne, Oxford war das, hätte ruhig in Angriffsstellung bleiben dürfen. Ja, Vorsicht. Heidenheim ist jetzt drauf und dran. Die haben das Spiel hier so ein bisschen im Griff, hat man das Gefühl. Kopfball! Pfosten. Okay. Boah, Früchtel. Früchtel. Was ist das denn, Freunde? Was macht ihr denn da? Alter. So, Alibas. Ah, starker Mann von Oxford. Schönes Ding. Alter, nice. Oxford! Vielleicht hätte ich einfach mal schießen sollen. Oxford. Schöne Drehung. Einfach mal. Alles klar, okay. Nächstes Mal Oxford einfach passen. Ich glaube, schießen ist nicht so sein Ding. Glaube ich. Oh ja. Ah, da ist. Gegen 3. Ja. 3 sind 2 zu viel, oder wie heißt das so schön, ne? Schade. Boah. Owusu geht drauf. Schönes Zweikampfduell da gerade. Oxford, das ist ein Foul. Wahrscheinlich auch eine gelbe. Nein? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, er gibt gelb. Aber okay. Keine gelbe. Finde ich gut. Kopfball, aber... Nope. So, hier, komm. Wir werden gleich mal... Offensive neue Akzente setzen. Owusu, der brescht da mal durch. Guck mal, wie viel Platz der hat. Das geht ja gar nicht. Und das ist so. Oh, ne? Das ist das Glück des Tüchtigen. Was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es fair. Und es ist das 2:1. Und das ist das, glaube ich, mittlerweile schon. Zweite Saisontor von Jeff Dennis Fair.
Nichtsdestotrotz möchte ich kurz wechseln. Und zwar möchte ich Arp bringen für Adais. Ich möchte außerdem... Ja, Wandewetsch können wir ruhig mal bringen. Für Owusu. Der da zwar einen ganz netten Job macht, aber... Ah, weiß ich nicht. Sag immer mal was Frisches zwischendrin. Yo. So schon mal nicht, Freunde. So schon mal nicht ab. Ah, der Zug hat heute aber wieder Ab-Verspätung. So, Rankovic. So, gucken. Klappt. Läuft. Holt. Oh, was war der denn? Ja, ich wurde getroffen. Oh, das ist ein böser Fehler, der mir da unterlaufen ist. Auch das eigentlich ein super sicherer Spieler normal. Da hat Henning Glück. Oxford. Ab mit einem richtig schönen Bällchen, wenn er denn ankommt. Alibas vielleicht? Nein. Oh, Ab bleibt dran. Und deswegen gewinnen wir hier den Ball. Da ist er. Der Ab. Oh. 2 Sekunden schneller. Schönes Bällchen. Alter. Ah, da hätte er durchstarten müssen. Schade. Aber es war schön gespielt von Arp. Komm, der kriegt jetzt hier mal eine schöne Flanke. Der ist doch kopfballstark. Bestimmt. Oxford, Alter. Na, kein Wunder, so wie der guckt. Klar, dass er das Tor nicht trifft. Hey, Tobi. Das ist Mobbing. Entschuldigung. Du merkst aber ab, dass er noch sehr jung ist und dass er noch nicht so dieses Durchsetzungsvermögen, dieses Extreme hat. Das ist ganz klar. Ich meine, wir entwickeln den ja auch noch. Ich spreche über den wie ein Auto, ne? Also diesen Vertrag, was wir hier haben. Nein! Ja. Fair. Ab. Na, das geht halt nicht. Das kannst du nie bringen, Bruder. Fair ist da ein bisschen eingerückt in die Mitte. Heinheim ist gerade wieder in so einem Beast-Modus, habe ich das Gefühl. Oxford, Alter. Ja. Och. Penis. Nein, was ist das denn? Schönes Ding von Götze. Okay, verliert die Übersicht am Ende. Alter. Krassen Scheiße, ey. Was ist denn los? Schönes Ding. Kriegen wir den auf Alibas? Nein. Ah, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir verlieren mehr und mehr die Kontrolle über dieses Spiel. Was sich vor allem in Fehlpässen äußert. Ja, Foulspiel von Ankovic. Das ist schon taktischer Natur gewesen. Das war, glaube ich, abseits, ne? Oder? Kein Abseits. Was ist da los? Das ist Abstoß. Wer schießt denn da die ganze Zeit so schlecht? Die haben auch einen Oxford, siehst du? Vanavec oben auf Rankovic. Wollen wir jetzt mal gucken. Ich muss mal ein bisschen Zeit aus dem Spiel nehmen. Sehr schön gespielt von Oxford. Da haben wir Ab. Da haben wir Ab. Und er kann sich wieder nicht durchsetzen. Schade. Egal, er ist jetzt nur hier, um Spielpraxis zu sammeln tatsächlich. Oxford. Alibas. Nimmt Rankovic mit. Sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt. What a match. Wie eiskalt ist der Bruder denn? Krass. Jankovic sieht Vanevic da im Rückraum und dann, Alter. Ja, Bunsen. Schön. Okay. Ja. Teuerkauf geht. Ja, das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass der so brutal abschlussstark ist. Heftig. Krassen Dude, sagt er. Krassen Dude. Nein. Penis. Schönes Ding. Vanavec. Oh, schön gespielt, Alibas. Und ab. Ab. Digga. Alibas.
Da wäre Tor des Monats gewesen. Vielleicht sogar Tor des Jahres, wer weiß. Ne. Also, Heidenheim hat hier richtig gut Dampf gemacht. Fair. Oh, der denn da? Also, den darf man aber schonen, ne? Also, so reinmachen ins Tor, so, weißt du? Schade. Okay, Tich Rivero. Ex-Frankfurter. Teuer Kauf. Ex-Frankfurter. Was ist hier los? Heidenheim, ey. Ja, ich würde sagen, Heidenheim hat hier richtig gut mitgespielt. Ab. Ja, holt das Foul, also holt den Freistoß. Okay. Und wahrscheinlich auch mehr Glück als Verstand gerade, aber egal. Komm, probieren wir was. Na, Ecke. Aber am Ende hat es halt nicht gereicht. Wir waren am Ende dann doch die bessere Mannschaft. Oh. Wir waren am Ende dann doch die bessere und dominantere Mannschaft und gewinnen das Spiel dann, denke ich, auch am Ende verdient. Wie gesagt, wir hatten so eine Phase gehabt zwischen, ich sag mal, dem Ausgleichstor und der 60. Das war nicht gut. Das haben wir auch selbst gemerkt und dann ging es eigentlich auch relativ schnell wieder. Haben wir uns gefangen und dann auch unsere Tore gemacht. Na, Do hat da keinen. Ne, sieht da keinen Blumentopf hier, oder wie sagt man das immer? Bankovic ist da. Früchtel, sehr gut gemacht, ist ein guter Fußballer. Oh, da kann man ein bisschen, ne? Oxford mit dem Außenriss. Können wir auch mal machen. Alibas. Ja. Egal. 3 Punkte für Hansa. 3 Punkte für den Klassenerhalt. Jawohl. Wir sprechen immer noch von Klassenerhalt, den wollen wir erstmal erreichen. Und dann erstmal gucken, was so geht. Verstehst? Ja, hier. Das ging bam, 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 zack, zack, zack. 3. Minute, Tor für Hansa. Das war schon richtig krass. So. Puh. Ja. Also jetzt kann man, glaube ich, unterm Strich sowieso komplett sagen, dass der Saisonstart in der 2. Liga auf jeden Fall sehr, sehr gut war. Und wir gehen mal hier unten gerade in die Trainingsgeschichte. Ach, man kann ja jetzt Trainingseinheiten machen. Stimmt, das wollte ich ja nicht mal machen, ne? Egal. Ich werde schon noch irgendwann dran denken, das offscreen mal zu machen. Wir nehmen mal direkte Abnahmen für Adaiz und gönnen auch Arp mal ein bisschen Training. Am besten oder am liebsten wäre mir hier tatsächlich so Volleys. Ich hätte gerne, dass er sich ein bisschen Dribbling-Parcours. Ja, lass uns das mal machen. Dass er sich ein bisschen besser durchsetzen kann, weißt du? Ich glaube, das gibt es hier aber so direkt gar nicht. So, hier unser Goldjuwel. Einmal Spielchen. Und dann machen wir Henning noch. Defensivstresstest. Ja, Moinsen. Und dann machen wir hier einfach noch einen von denen am besten. Vielleicht tatsächlich Owusu. Ja, einmal Spiel. So, Trainingsvoreinstellung. Oh, eine neue Voreinstellung draußen. Nennen das einfach mal ST. Hm. STMF. Für Sturm und Mittelfeld. Weißt? So. Und das überlegen wir eben durch. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Let's Play FIFA 18 Karriere mit Hansa Rostock. Unsere Reise geht weiter. Mit den Hanseaten. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin und tschüss!